Freunde und herzliches Willkommen heute mal zu einer Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute das Ferguson-Paket. Und ja, wir schnacken nicht lange. Ich zeige euch alle Geräte, was dazu sind. Und ja, ich habe von jedem mal was gekauft, damit ihr mal sehen tut, wie das so ist. Und ja, wie gesagt, wir fangen hier an. Hier gibt es einen Anhänger, zum Beispiel für Paletten zu befestigen. Man sieht ja auch schon die Spanngurte. Ja, oder für Eierschachteln zur Welt bringen. Gut, dann kommen wir hier, den kann man zum Weizen mähen nehmen oder für Getreide zum Beispiel wegzubringen. Ja, hier kommen wir zu einem kleinen Flug, das ist glaube ich der ganz kleine Flug. Und ja, dann gehen wir mal hier weiter, dann kommen wir hier zu einem Traktor, der was ja ein bisschen sehr sehr lang ist. Wie nennt man sowas? Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Also wie gesagt, ist ein langer Traktor mit vorne mit genau so einer Schnauze. Man sieht auch richtig geil vorangearbeitet. Echt geil das Ding. Und ja, hier kommen wir auch zu einem Pflug. Das ist ein Dreischaber oder wie man das nennt. Das ist ein Dreier. Das ist ein Zweier. Und ja, hier kommen wir zu einem Vierer dann. Zum Viererflug. Und ja. Das ist hier der fünfte. Das ist der längste, was es geben tut. Und ja. Gut, dann gehen wir hier weiter. Hier haben wir einen Traktor mit Gabel. Ja, mein Ding ist es das nicht so hässlich, ja, kann man sagen. Aber jeder hat seinen anderen Geschmack, so ist das. Und hier haben wir so ein Teil. Da kann man Bäume mit rausziehen. Bäume zum Beispiel zu irgendwo hinzuziehen aus dem Wald raus. Sehr, sehr praktisch. Wenn ihr wollt, kann ich da auch mal gerne ein Video von machen. Kein Problem. Und ja. Hier ist eine Palettengabel. Sehr, sehr geil. Ja. Leute, wundert nicht, die Schippe sah früher wirklich so aus. Das sieht aus, ja. Bisschen altmodisch. Hier kommen wir auch zu einem Trecker. Leute, fragt mich nicht, was das ist. Aber sieht schon echt geil aus, dieser Traktor. Und ja, hier kommen wir dann mit einer Gabel, mit einer Mistgabel. Und ja, der Traktor hat dann noch Schneeketten, oder wie man das nennt, Baumketten für Wald oder so. Ja, dann kommen wir hier zu einem Traktor. Der hat auch noch mal einen Pflug dran, aber nur mit einen so einen Teil dran. Und ja, dann kommen wir hier zu einem Träger, der hat glaube ich ein Gewicht hinter, ja, so sah früher das Gewicht aus. Echt geil. Und ja, dann kommen wir hier zu einer Kreissäge, ein Traktor mit einer Kreissäge hinten dran. Ihr legt zum Beispiel das Teil hier drauf und dann wird es abgesägt. Sehr, sehr geil. Auch mit Keilriemen ist sehr, sehr geil gemacht. Ja, wie gesagt, das war das Paket auch. Ich kann euch noch gerne zeigen, wie so ein Traktor fahren tut und anhören tut. Das zeigen wir euch mal. So hört sich natürlich der Traktor an. Die inneren Sicht zeige ich euch auch. Wenn ihr das leicht hört, hört man die Ketten so leicht. Sehr, sehr, sehr geil. Gut, dann zeige ich euch noch einen so einen normalen Traktor. Welchen nehmen wir? Steigen einfach mal bei den auf. Zeige ich euch mal den hier. Dauert ein bisschen, bis er anfährt. Das ist ein bisschen, ja. Keine Ahnung, wie man das nennt. Aber sehr, sehr gut fahren die Traktoren. Sehr, sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Meine Verhältnisse kann man da mit einem alten Oldtimer-Projekt anfangen. Auf der Ulstüm Farm. Ist sehr, sehr geil. Dann kann ich euch noch so einen großen Traktor zeigen.
Ja, wir können ja gut mit ausholen. Ist schon sehr, sehr geil, wenn ihr hier wollt. Der Flug geht natürlich so wie normal runter. Und ja. Ja, so ist das halt. Wie gesagt, das ist schon sehr, sehr geil. Zeige ich euch noch so einen Trecker hier, wo man die Gabel bewegen kann. So macht man das denn hier. Sieht ein bisschen komisch aus, aber so war das früher. Und ja, dann zeige ich euch noch hier hinten. Hier hinten könnt ihr auch hoch und runter machen. Auch sehr, sehr geil. Sehr geil. Dann zeige ich euch noch kurz diesen Traktor hier, wie man den Ball hinein. Ich habe extra einen Silageball geholt. Und ja, das habe ich extra für die Mod-Vorstellung alles vorbereitet. Hier haben wir so einen. Kriegen wir den überhaupt hoch? Uiuiui, den kriegt man ja gar nicht hoch. Lalalala. Das ist ein bisschen schade. Auch höher geht das nicht, wie ihr seht. Höher geht das leider nicht. Und ja, so war das halt früher. Wie gesagt, war schon sehr, sehr geil frühe Sachen. Ja. Ich gucke ja auch immer bei YouTube nach älteren Sachen und ja. Hier ist noch so ein Traktor mit Ketten und vorne so eine Kuhfuß dran. Finde ich auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Auch die Hupen finde ich auch sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, die Schippe ist halt nur so. Und ja, sieht auch so aus, wenn man hier hochladen tut. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Wie gesagt, Freunde, das war's dann mit der Mod-Vorstellung. Und ja, danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wie gesagt, Freunde, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Und ja, wenn ihr mehr Mod-Vorstellungen sehen wollt, zeigt es mir mit den Däumchen. Und ja, wie gesagt, mehr müsst ihr nicht machen. Und ja, wie gesagt, ich bin raus, euer Leon Gaming. Ciao, ciao.